Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Life is Strange. Chloes Stiefvater, der Sicherheitschef von Blackwell Academy, der uns ja schon eh nicht leiden kann, beschuldigt Chloe gerade, eine seiner Waffen geklaut zu haben und macht außerdem Stress, weil sie Gras geraucht hat. Ja, klasse. Und jetzt haben wir die Wahl, einzuschreiten, was wir schon mal gemacht haben bei Kate. Und da war er nicht wirklich happy drüber und hat gemeint, er behält uns im Auge. Oh, oder versteckt zu bleiben. Die Sache ist, wenn wir versteckt bleiben, dann dreht er vielleicht komplett am Rad. Weil der ist halt schon gerade so direkt mit diesem Militärton, mit diesem befehlenden Ton so und hat von Soldat geredet und von Krieg und was nicht alles. Der ist halt komplett durch, weißt du? Oh, aber wenn wir jetzt eingreifen, dann hat der uns halt komplett auf dem Fokus, weißt du? Dann ist alles vorbei. Und der kann uns halt einfach aus dieser scheiß Schule rausschmeißen, so weißt du, wenn der zum Direktor geht und sagt, du hier, Max Caulfield hat dies, das und jenes getan, dann schmeißt uns der Direktor raus und gut ist. Oh. Aber die Sache ist halt, ich kann im so einem Moment jetzt nicht versteckt bleiben, wenn er da gerade richtig am Ausrasten ist, weil wie gesagt, ich glaube, das geht noch richtig, richtig schief. Also muss ich eigentlich eingreifen. Ja. Wir greifen ein. I'm sorry. That was my joint. Well, well. I don't like strangers in my home. Strangers, especially dopers. Vor fünf Jahren bin ich hier noch ein- und ausgegangen. How about if I call the police? That'd screw up your spotless Blackwell record. You do seem to get around, Max. I'm sick of you losers dragging Chloe down. Ja, genau. Missy, you sure do like to pop up and start trouble. Genau, wir hatten auch gesagt, ja. Genau, ich sag doch, jetzt you kommt der richtig. Smart to say now. Get the hell away from her, man. Stop harassing my friends. You don't have any friends. Alter! You're not was even ist denn bei dem schief? You're a fucking security guard. I was a soldier, Chloe. Ja, war. Max, und jetzt gehen wir nicht auf den Sack. If I see you here again, you'll learn all about real trouble. What the fuck, Alter? Because you're such a badass, kannst du mal Max, runterkommen? Let me show you my new toy. Aha. I'm Price. Chloe Price. Bang. Jesus. What put the fuck? Down. Chillax, sister. It's not even loaded yet. Sie hat ihn geklaut. Gun control. Yes, I believe I should control the gun. The men need to be checked. You trust Nathan or David? Thanks for taking the heat. Yeah. We totally smacked his punk ass down, Max. He's no match for you and me now. That was an epic win. Ja, geht so. Der kann mich einfach aus der Schule rausschmeißen, das ist nicht so lustig. Ist das so? Aus dem Fenster. Man, that did not go well for me. Oh, nee. If I want to keep my Blackwell scholarship, I shouldn't lie for anyone. Ja, scheiße. Chloe, I have to think about my own future. Sollen wir zurückspulen und uns noch anders entscheiden, Leute? Nee, komm. Nee, ich stehe zu meiner Entscheidung, das bleibt so. Wir lassen das so. So, du willst echt aus dem Fenster abhauen, bist du wahnsinnig? Na ja, gut, andererseits, der Verrückte dreht da unten komplett am Rad, von daher. Ich find's übrigens interessant, so die Bilder, die sie hier hängen hat, ne? Ups, nein, fuck. Ich war jetzt gerade irgendwie im komischen Glauben, dass ich damit ranzoomen könnte. Kann ich nicht. Nee, aber das Bild von der Dame, die da hängt, ne? Und auch das direkt daneben, das sind doch auch zwei Frauen, oder? Wobei, nee, das Ding ist ein Typ. Egal, aber auf jeden Fall das Bild von der Dame, das ist sehr interessant. So, ich würde mal behaupten, sowas findet man normalerweise eher in Jungszimmern. Aber ich meine, hey, I don't judge. So ist es ja nicht. Okay, was sieht es aus? Look I haven't seen for a while. What's the problem? Ja, okay. Why steal a gun from your stepdad? You know you're gonna get busted. Or somebody like Nathan will bust me with a cap. Screw that. Ja, aber du kannst nicht die ganze Zeit mit einer Waffe rumlaufen. Won't let you off the hook that easy. What the hell does he need another gun for? To mow down Bigfoot cheerleaders? This is all just so scary. I know, Max. But I do feel safer having a 9mm in my pants. Ja, kann ich zum Teil nachvollziehen bei den Leuten, mit denen du die scheinbar abgibst. Ich meine, Nathan ist jetzt halt auch nicht so der Coolste, ne? Aber ist es, ich weiß nicht, in welchem Staat wir hier sind. Ich weiß ehrlich gesagt nicht. Warte mal, Acadia Bay liegt
Das ist eine erfundene Stadt, aber die liegt im realen Bundesstaat. Keine Ahnung was. Oregon? Ist Oregon ein Bundesstaat? Falls ja, dann liegt sie vielleicht da. Habe ich jetzt gerade so im Kopf irgendwie. Sind Waffen da erlaubt? Oder sind die in ganz USA erlaubt, mit rumzuführen oder so? Ich weiß gerade nicht genau, wie es da steht. Ich weiß, dass die es mit Waffen generell relativ locker haben. Vor allem in Texas. Aber ich weiß nicht genau, wie es jetzt ist, wenn man in Oregon auf einer Straße mit einer Waffe rumläuft, sozusagen, die aber eingesteckt hat. Ob man dafür richtig Stress kriegen kann? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, aber andererseits, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Schreibt es mal in die Kommentare, wenn ihr was genaueres wisst, Leute. Kannst du überhaupt damit umgehen? Can you actually use it? After about 100 online videos? Hell yeah. Just okay. Don't keep it in Alles your klar. Pants, okay? Max, I'm not looking for trouble. I just want protection. If anybody in this country should have guns, it should be women. Darf ich damit ganz kurz disagreeen? Dankeschön. Ich gebe ihr recht, dass sicherlich nicht die Typen die ganze Zeit mit Waffen rumlaufen sollten. Allerdings sollten auch die Frauen nicht die ganze Zeit mit Waffen rumlaufen. So, what the fuck? Das ist wieder dieses System, weißt du? Oh, wir haben ein Problem mit Waffengewalt. Komm, wir brauchen mehr Waffen, um uns vor der Waffengewalt zu schützen. Das geht nicht auf. Und dann ist es genauso, guck mal, was weiß ich, Frauen werden dauernd vergewaltigt. Ah ja, alles klar, wir brauchen Waffen, um die Frauen zu beschützen. Warte, was? Vielleicht sollten wir einfach mal so das Problem beseitigen und nicht einfach, etwas nehmen, um das Problem sozusagen zu verschieben oder so. Also, ne? Weil ich meine, dann haben wir halt das Problem sozusagen daher beseitigt, dass die Männer einfach tun, was sie wollen mit den Frauen, weil sie Angst haben, dass sie Waffen haben. Dafür haben die Frauen Waffen und machen damit vielleicht, was sie wollen. Also so, what the fuck? Das ist keine Lösung. Versteht man, worauf ich hinaus wollte? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin kein Freund davon, dass jeder Idiot eine Waffe haben sollte. Ich meine, wie gesagt, Polizisten und so, also was heißt wie gesagt, aber Polizisten und so weiter, klar, gerne, gar kein Ding und so weiter, muss sein. Aber nicht jeder dahergelaufene Vollidiot, der einfach mal in den Supermarkt geht und halt so eine Waffe kauft. So, nein. So, früher die ganze Zeit drüber geredet, jetzt machen wir's. Na dann, ab geht die Party. Und, wo geht's hin? Sie meint, es gibt einen Ort, der cool ist. Ach, der Leuchtturm. Ah. Ah, der Sonnenuntergang. Den können wir bestimmt fotografieren. Dammit, der Vogel fehlt aber noch. Verdammt nicht. Mann, das Bild mit dem Vogel. Nein, ich wollte nochmal ins Schlafzimmer nicht vorbeigucken. Shit. Oh, ein Reh. Isn't this awesome, Sus? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke. Hold on. Na, Max, was los? Stein im Schuh oder was? I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Hast du deine Vision schon vergessen? Wow. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Ja? Ach was? Ich weiß. Alles klar, Mann. Und kann ich jetzt von hier ein Foto davon machen? Nee. Ah, vielleicht von weiter oben. Ja, ein Boot da unten. Ja, jetzt mal sieht das Ganze viel schöner aus. Ohne Sturm, ohne Regen. Viel friedlicher. Ich würde mal fast sagen, das nutzen wir auch direkt mal, um noch ein bisschen im Tagebuch zu lesen. Falscher Knopf. Wieder selbe Sache wie gerade eben. Ach, wir haben übrigens oben rechts unser Ziel eingeblendet. Interessant. Was heißt wie gerade eben? Für euch ist das ja schon ein, zwei Parts her. Ich blende euch hier jetzt einen Timestamp ein, wo ihr hinspringen könnt, wenn ihr nicht sehen wollt, was ich jetzt alles im Tagebuch vorlese. Verpasst da wahrscheinlich nicht wirklich viel. Aber für alle, die es interessiert, bleibt gern dran. Wir lesen jetzt ein bisschen noch im Tagebuch. 15. September. Die Hausaufgaben machen mich fertig. Die Lehrer verteilen wohl schlechtere Noten, damit man sich nicht besonders fühlt. Aber Victoria und ihr Trupp tun so, als seien sie geehrte Gäste Blackwells. Die Jungs sind nicht besser. Nathan Prescott ist Victorias männlicher Klon, noch reicher und eingebildeter, wenn es überhaupt geht. Ja, vor allem hat der noch eine Waffe. Ich meine, Victoria, die wirkt so, als könnte man mit der noch arbeiten. Weißt du, so, die hat sich auch noch entschuldigt bei uns und so weiter, dafür, dass sie asozial war. Dies, das. Ich glaube, Nathan wird es nicht tun. Ich glaube, Nathan ist nochmal eine Stufe drüber. Ich glaube, Victoria ist tatsächlich eine, so, die ist... Ja, die spielt so die Rolle der, oh, ich bin so wichtig, oh, ich bin die Queen und so weiter, dies, das, anderes. Aber ich glaube, die kann eigentlich auch, wenn sie mal allein ist und nicht umgeben von Leuten, denen sie was beweisen will, kann die, glaube ich, eigentlich auch ganz nett sein.
Seine Familie ist die älteste in Arcadia Bay und schon als Kind habe ich Geschichten über sie gehört. Die Prescotts haben krass viel Geld in Blackwell investiert, also tut Nathan, als gehöre ihm die Schule. Gestern hat er im Unterricht die Füße auf den Tisch gelegt, getextet und der Lehrer hat nichts gesagt. WTF, man sollte. Das verstehe ich nicht. Ich meine, ja, schön, der ist von aus einer reichen Familie, ja, der unterstützt die Schule, oder die Familie unterstützt die Schule. Aber damit kauft man sich doch nicht das Recht zu tun, was man will. So, was zum Teufel? Nur weil ich der Polizei Geld spende, heißt das auch nicht, dass wenn ich jemanden erschieße, die mich nicht verhaften. Hoffe ich. Keine Ahnung. So, weißt du, das ist doch Schwachsinn. Ich verstehe das nicht. Ich würde Leute niemals deswegen besser behandeln. Oder ich würde es jedenfalls probieren, nicht deswegen besser zu behandeln. Ich wäre suspendiert worden. Ja. Aber er und Victoria gehören zu diesem doofen, elitären Vortex-Club, der tolle Feten schmeißt, also kommen sie damit durch. Lang lebe der König und die Königin. Die sind aber nicht zusammen, oder? Nein, ich glaube nicht. Ich will nicht alle mies machen. Ich mag Kate Marsh. Sie wohnt auch hier und ist in einem meiner Kurse. Sie ist so hübsch und lieb und nett. Das macht sie viel hübscher als Missstücke wie Victoria, die glauben, dein Gesicht und Outfit sind alles, was zählt. Ihr Drama hat mich bereits angesteckt. Schluss damit. Ja, Charakter ist auch sehr wichtig. Ganz klarer Fall. Kannst du noch so hübsch aussehen? Bringt dir alles nichts. 23. September. Heute konnte ich mich endlich auf dem Campus umsehen. Perfekter, klarer Himmel. Ich vergesse immer wieder, wie gut ich mich dabei fühle, nach dem Faulenzen Bilder zu schießen. Apropos Bilder. Jefferson möchte, dass wir alle an dem nationalen Fotowettbewerb Helden des Alltags teilnehmen. Dem Sieger winkt eine Reise nach San Francisco und viel Aufmerksamkeit. Jeder Schüler soll nur ein Foto einreichen. Genau deswegen bin ich nach Blackwell gekommen. Und natürlich schiebe ich Panik. Ja, nimmt sich vor, es zu tun, tut's dann doch nicht. Kenne ich irgendwoher. Wenigstens sind es noch ein paar Wochen bis zum Abgabetermin im Oktober. Noch viel Zeit zum Stressen und Aufschieben. Mache ich auch immer so. Bis auf den letzten Termin aufschieben, der nur irgendwie geht. Auch bei, wenn ich irgendwelche Präsentationen oder sowas vorbereiten musste für die Schule, ne? Immer am Tag vorher vorbereitet. Immer auf den letzten möglichen Tag aufgeschoben. Durchgehend. Und das Problem ist, es hat meistens funktioniert. Oder eigentlich, was heißt meistens? Es hat eigentlich immer funktioniert und deswegen habe ich es halt auch immer so weitergemacht. Irgendwann geht's schief und dann. Eieiei. Will ich eigentlich gar nicht drüber nachdenken. Schieben wir lieber weiter auf. Den Gedanken. 30. September. Ich weiß nicht, ob ich es hier hasse oder liebe. Ich versuche, in Naturwissenschaften mitzuhalten. Als ob es mich jucken würde, ob ich ich irgendwas wüsste. Zum Glück gibt es Warren, wenn er nur als Klon meinen Platz einnehmen könnte. Ja, Naturwissenschaften so. Physik ging noch einigermaßen klar, je nach Lehrer. Chemie habe ich gehasst, Alter. Boah. Abgewählt, sobald ich konnte. Und das war leider erst in der 11. Meine Fresse, musste ich mich damit lange rumschlagen. Und Biologie war immer das Fach, das war okay, aber ich konnte es halt nicht leiden, so weißt du. Ich habe es nicht gehasst, aber ich war auch nicht gut drin und so weiter. Und das ist, ja, hab nie verstanden, wofür ich den Scheiß brauche. Keine Ahnung, hab's auch nie verstanden, also was soll's. Miss Grant ist viel cooler als die Klasse. Autsch. Sie erklärt Teilchenphysik so, dass selbst ein Holzkopf wie ich es ein wenig versteht. Ja, der Lehrer ist halt sehr wichtig, ne? Damit kann das schon viel ausmachen. Ich hatte mal eine Mathelehrerin in der 12 und 13. Jungs, die konnte erklären. Jungs und Mädels von mir aus auch, ne? Ist ja voll inklusiv hier. die konnte so gut erklären. Bei der habe ich Mathe verstanden. Ja. Ich mag es, wie sie Gesellschaft und Wissenschaft verbindet. Sie geht das Leben engagiert und passioniert an. Anders als einige andere hier, aber ich versuche, mehr teilzunehmen, auch wenn es bedeutet, Fragen zu stellen, statt sich zu verstecken. Ich bin froh, nicht der einzige Sonderling hier zu sein. Welchen Hausaufgaben weiche ich heute aus? Allen, wie wär's mal damit? 1. Oktober. Oktober, mein Lieblingsmonat. Das beste Wetter des Jahres. Ja, nee, bei uns ist dann schon wieder schön Regen und so angesagt. Danke dafür. Ich mag eigentlich so. Ja, August, Juli, August so ganz gerne. Das ist eigentlich immer ganz gut Sommer. Soll aber nicht zu warm sein, also 40 Grad brauche ich auch nicht. Ich liebe den Farbwechsel der Blätter und wie sie zu kleinen Flammen werden. Ja, das ist immer schön, das stimmt. Aber leider ist im Oktober halt dann auch schon mal Scheißwetter. Es ist immer noch zu heiß. Danke, globale Erwärmung. Ja, und das war 2013, Leute. Was soll man jetzt sagen? Winter und noch kein einziges bisschen Schnee gesehen hier. Danke dafür. Und ich kann Pullover und Gruselfilme noch nicht auspacken. Bald. Kate hat mir The October Country von Ray Bradbury geliehen. Ich kenne nicht viel von ihm. Warren hätte mir deswegen fast meinen Geek-Titel aberkannt. Battle Royale war meine Rettung. Aber er beschreibt die herbstliche Atmosphäre in kleinen Städten perfekt. Das letzte Mal habe ich mich an Halloween mit Chloe verkleidet. Ich habe irgendwo Bilder. Ich sollte zu einer richtigen Halloween-Party gehen, um mich unter die Leute zu mischen. Das oder im Vortex-Club mit dem Strom schwimmen. Lieber sauf ich ab. Du bist so witzig, Max. Ja, ich weiß nicht, solche Partys. Pff,
Ich dachte mir auch immer so, nee, keine Ahnung, da kennst du dann niemanden, was sollst du da? Kannst du auch stattdessen einfach eine geile Serie und Film gucken. Was habe ich davon? Keine Ahnung. Auch nicht so meins. Wenn ich jetzt irgendwie mit coolen Leuten unterwegs gewesen wäre, ja, aber das war eigentlich auch nie so, dass ich dann irgendwelche Leute kannte, die da unbedingt hin mussten und dann, nee, keine Ahnung. Ja, man braucht's nicht. Wenigstens versuche ich, aus mir herauszukommen. Ich kann nicht erwarten, dass sich mein Leben nach ein paar Wochen Blackwell Academy völlig verändert. Wie meine Eltern so gern sagen, du hast alle Zeit der Welt. Ja, jetzt schon, ne? Jetzt haben wir wirklich so viel Zeit, wie wir uns nur nehmen. Okay. This does not exist, ist das so? 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Das ist also jetzt, was bisher passiert ist. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Acadia Bay zusteuern. Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte. Und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boden in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde. Dabei hatte ich nicht mal geschlafen. Wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerbs einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe. Ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Der Schmetterling ist mega cool mit diesen Farbklecksen so, die wieder verschwommen sind im Hintergrund. Das sieht mega gut aus. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wilde, wirre Monologe. Ich versteckte mich und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Schön, wie sie wirklich nur diese Punkerin in den Eintrag geschrieben hat und nicht irgendwie eine Vermutung, ob es Chloe sein könnte oder sowas. Sie hatte gar keinen Plan, wirklich. Dann zog Nathan allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird's merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und streckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt, um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Kennt ihr den Film Täglich grüßt das Murmeltier? Das ist ein ziemlich alter Film, oder ein relativ alter Film schon mittlerweile. Aber das Konzept wurde schon ewig oft verfilmt. Immer wieder in irgendwelchen Filmen reingebracht. Mal mehr, mal gut, mal weniger gut. In dem Film geht es einfach darum, dass irgendjemand die ganze Zeit einen Tag immer und immer wieder erlebt und ja, halt guckt, was er jetzt da mit dem ganzen Kram eigentlich macht und dann irgendwann erkennt so, ja, lass probieren, das Beste aus dem Tag zu machen und so. Ne? Eigentlich ganz cooler Film. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen von Nathan retten könnte. Kein Plan wie. Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ja, wobei der uns erst nicht gehen lassen wollte. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verschleuchte sie beide. Sieg! Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hätte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Director Wells einschritt und David wegscheuchte. Ich traf die womöglich fatale Entscheidung, Director Wells zu sagen, dass Nathan im Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte. Ich wollte aber das Mädchen unter meine Zeitreise nicht erwähnen, aus offensichtlichen Gründen. Er glaubte mir nicht und schaffte es fast, dass ich mich schlecht dafür fühlte, ihm erzählt zu haben, dass Blackwells allergrößter Wichtigtuer Waffen besitzt. Ich konnte ihm nicht sagen, dass er in der vorherigen Zeit schon ein Mädchen umgebracht hatte. Ja, definitiv nicht, der hätte ich direkt einweisen lassen. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Alles fühlt sich gerade so surreal an. Ich kann mit niemandem darüber reden. Nun, mit einer Person vielleicht, aber ich habe sie seit 5 Jahren nicht gesehen. Ach was, sie hat tatsächlich also dann gedacht, es Chloe irgendwie zu erzählen, sie sozusagen zu finden, mit ihr zu reden. Cool. Ich könnte mich Warren anvertrauen. Er ist schlau und wissenschaftlich. Vielleicht hat er eine Erklärung. Keine Ahnung, was für eine. Bis ich das schaue, halte ich es besser geheim und konzentriere mich auf die Schule. Warren möchte seinen USB-Stick zurückhaben. Dabei konnte ich mir die ganzen coolen Serien und Filme noch gar nicht angucken. Oh, ups. Das heißt, wir haben ihn angelogen. Ups, sorry. Ich habe ein paar Episoden Doctor Who und Akte X... Akte X gesehen. Alles von Full Metal Alchemist sowie Faster Pussycat, Kill Kill. Krasse Amazonen in Schwarz-Weiß. Tetsuo, voll der Cyberpunk-Trip in unglaublichen Bildern. Und Scott Pilgrim zum circa 1000. Mal. Den Film kenne ich auch. Der ist ganz lustig eigentlich.
Ich habe ein Vermisstenposter von Rachel Amber gesehen, einer hübschen Blackwell-Schülerin, die verschwunden ist. Es ist traurig, ihr lächelndes Gesicht zu sehen und an all die schrecklichen Dinge zu denken, die passieren können. Wenn ich 6 Monate zurück könnte, würde ich es sofort tun. Ja, deine Kräfte sind aber beschränkt, ne? Außerdem, warum würde sie es tun? Was würde sie denn tun, wenn sie 6 Monate zurück könnte? Würde sie probieren, Rachel zu retten oder würde sie in ihrem eigenen Leben irgendwas ändern wollen? Schreibt mal in die Kommentare, Leute, was würdet ihr machen, wenn ihr 6 Monate zurück könntet? Würdet ihr das machen und was würdet ihr ändern? Ich musste zurück ins Wohnheim, um Warrens USB-Stick zu holen. Victoria und ihre Vortex-Weiber blockierten den Eingang und schossen sogar ein Foto von mir. Wie in einem Film über die Highschool, einfach unglaublich. Sie hat tatsächlich Fick dich und dein Selfie gesagt. Das war lustig. Warum muss sie sich so verhalten? Sie hat doch schon alles, was sie will, oder? Sie zwang mich dazu, meine Fähigkeit einzusetzen, bis ich einen Weg fand, an ihr vorbeizukommen. Ich will diese Kraft nicht für trivialen Scheiß einsetzen, besonders wenn sie wirklich ein Geschenk des Universums ist. Aber so konnte ich sie austesten. Ja, außerdem mussten wir halt irgendwie durch, so wie ich meine. Was sollen wir machen? By the way, ich würde, glaube ich, die 6 Monate nicht zurückreisen, weil ich wüsste nicht, was ich dann ändern sollte. Fällt mir eigentlich nicht viel ein, von daher. Nee. Bisschen mehr als 6 Monate, da können wir drüber reden. So, lass es mal... Ah, lass mich ganz kurz nachdenken. Ja, so circa ein Jahr wäre ganz praktisch, glaube ich. Nee, ein bisschen mehr als ein Jahr sogar. Lass es 14 Monate sein. Ja, gut, grundsätzlich für mich. Victoria so allein auf den Stufen und voller Farbe zu sehen, war beschissen. Sie wirkte nicht wie die Königin Blackwells, sondern wie ein einsames Mädchen. Genauso verwirrt wie ich. Ich musste herausfinden, ob es ihr gut ging. Sie war nett und entschuldigte sich. Löschte sogar mein Foto von ihrem Handy. Es gibt also noch Hoffnung. Ja, siehste, sage ich doch, wenn sie so alleine ist und nicht mit den ganzen Leuten da ist, die sie irgendwie was beweisen muss oder so, oder will, dann ist sie eigentlich voll akzeptabel. Noch mehr Drama. Juliet ließ Dana nicht aus ihrem Zimmer, weil sie dachte, Zachary würde Dana sexten. Oh, so dumm. Ich hatte es so satt, musste aber eingreifen, weil Dana sich Warrens USB-Stick ausgeliehen hatte. Ausgeliehen. Haha. Juliet erzählte mir, Victoria hätte sie über Zach und Dana informiert, also war klar, dass Victoria mit allem spielte. Ich schlich mich in ihr Zimmer und fand auf Victorias Laptop den Beweis, dass sie lügt wie gedruckt, um für Drama zu sorgen. Ich kam mir vor wie ein Verbrecher, als ich Victorias Zimmer und Laptop durchsuchte. Ja, ist halt schon nicht so geil, ne? Nachdem ich Juliet den Beweis für Victorias Lügen geliefert hatte, sammelte ich Warrens USB-Stick ein. Dana war merkwürdig drauf, also sah ich mich um vielleicht den Grund zu erfahren. Ich fand einen Schwangerschaftstest und eine Notiz von Logan sowie einen Arzttermin. Dana gestand, dass sie schwanger war und mir wurde klar, dass all meine Freunde genauso große Probleme haben wie ich. Ich durchschaue die Zeitreisen langsam. Ich will diese Kraft nicht verschwenden, aber es muss einen Grund geben, dass sie mir verliehen wurde. Ja, du hast schon ein Leben damit gerettet. Ich meine, besseren Grund gibt's nicht, oder? Also lerne ich besser, sie richtig einzusetzen. Ich begann damit, Alyssa vor einem Football gegen den Kopf zu bewahren. Ich gebe zu, es war toll, ihr bei so etwas Simplem zu helfen. Ich sah auch, wie David Metzen Kate Marsh belästigte. Ich konnte nicht alles hören, aber er beschuldigte sie wegen etwas. Der kann nichts außer Leute bezichtigen. Ich war so sauer, dass ich eingriff. Er ist ein Wachmann, nicht von der Stasi. Er war ein Arsch, wie immer. Aber ich fühlte mich gut und Kate schien sehr dankbar, dass jemand hinter ihr stand. Und das habe ich geschafft, ohne die Zeit zurückzudrehen. Ja, wobei ich halt immer noch denke, so Foto machen und dann eingreifen wäre auch eine Option gewesen und wäre vielleicht klüger. Da hätten wir noch einen Beweis gehabt. Aber gut. Der Tag wird immer merkwürdiger. Ich kann nicht glauben, was ich hier schreibe. Ich kann nicht mal Warren seinen USB-Stick geben, ohne Probleme zu bekommen. In diesem Fall hatte es seine guten und schlechten Seiten, wie das Yin und Yang des Lebens. Als ich Warren auf dem Parkplatz traf und sein neues Auto bewunderte, tauchte Nathan Prescott auf und drehte wieder durch. Er rückte mir auf die Pelle und beschuldigte mich wegen irgendeiner Scheiße. Obwohl ich Angst hatte, weil ich weiß, was er dem Mädchen vom Klo angetan hat, war ich wütend. Dann fuhr das Mädchen vom Klo in einem Pickup vor. Meine ehemals beste Freundin Chloe Price. Unsere Blicke sagten, was zum Teufel? Dann saß ich in ihrem Truck, während Warren seine Männlichkeit bewies, indem er versuchte, mir Nathan vom Hals zu halten. Indem Warren seine Männlichkeit bewies und kräftig aufs Maul bekam. Aber so ein richtiger Ehrenmann auf jeden Fall, dass er eingegriffen hat. Definitiv dafür Props auf jeden Fall. Ich schulde ihm was. Der Schock, Chloe das erste Mal in 5 Jahren zu sehen, hat mich gelähmt. Besonders nachdem ich feststellte, dass Nathan sie fast vor meinen Augen getötet hätte. Jetzt taucht Chloe aus heiterem Himmel auf und rettet mich. Gut, ich glaube damit erstmal genug vom Tagebuch. Das war ganz schön viel. Gut, weiter geht's. Der Part wird wahrscheinlich ein bisschen länger. Ja, besser wär's. Warte mal, Vogel! Vielleicht ist das der Vogel, den wir fotografieren können. Warte mal, komm mal zurück. Da ist er.
Nein, ah, der haut wieder ab. Warte mal, vielleicht, weil wir zu nah an ihm dran sind. Wir gehen hier drum rum und danach lassen wir ihn zurückkommen. Nein, hä? Kann ich den nicht fotografieren? Echt nicht? Nee, sobald wir bei ihm sind, haut er ab. Dann ist es nicht der Vogel. Ah, warte, da, oh, jetzt sitzt er oben im Schild. Vielleicht doch. Okay, egal. Wir haben eine SMS von Warren bekommen. Scheiße, Alter. Erda Max, dein Ritter in strahlender Rüstung hier. Ich weiß, du sorgst dich um mich. Alter, das Auge, holy fuck. Der hat ordentlich einen draufgekriegt, ne? Ich schulde dir was. Danke für heute. Ruf dich später an, okay? Versprochen. Kein Problem. Du musst mir noch dein großes Geheimnis erzählen. Keck. Was heißt Keck? Keine Ahnung, Alter. Ah. Komm schon, ich will ein Foto von diesem blöden Vogel. Oh, ein Baumstumpf. Aber ein Vogel. Aber der Baumstumpf. Okay, Baumstumpf. Ach, was? Max und Chloe. Ich vergesse alles über das. Too bad I can't rewind that far back. Max und Chloe, BFF Pirates 2008. Yo, wie alt ist das denn? Ja, 5 Jahre alt. Ach du Scheiße, ist ja mega krass. Boah, wenn ich sowas finden würde, irgendwo nur von mir, so 5 Jahre alt. Oder noch älter. Krass, Mann. Steinmännchen. I don't remember this at all, but it seems like it's been here for a long time. Mhm. Nein, nein, der Drecksvogel schon wieder. Ah, ich will ein Bild von dir. Nein, du Drecksvogel, bleibst du da jetzt. Das bist doch du, oder nicht? Nein, ist das nicht der? Ist das doch der aus dem blöden Zimmer gewesen? Ach, Manno. Ups. Hä, nee, da sind Äste im Hintergrund. Das muss der hier sein. Der muss hier irgendwo sein, je nachdem, wo er sitzt gerade. Warte mal, wo fliegt der als nächstes hin? Jetzt ist er ganz weg, oder? Hä? Okay, warte, kann ich den vielleicht so weit rewinden, dass er wieder wo ganz anders sitzt? Okay, weiter können wir nicht zurück. Nee, er sitzt schon direkt da. Ach, shit. Dann haben wir das durchvergeigt mit dem Vogel. Sie hat einfach auf eine offizielle Karte einen Totenkopf drauf gemalt, um das Baumhaus zu markieren. Wie geil. Schön, 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 schön. Lagerfeuer. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. Ja. Dem Bier nachzuurteilen. Trust no one. How long has that been here? Das war doch locker Chloe, oder? Okay, what the fuck? Was ist das denn, Alter? Clearly, the Bigfoots are everywhere. Bigfoots, ah ja, okay. Was ist eigentlich für ein Gebäude hier? Nur ein Graffiti. Was ist das denn? Weird. Those glyphs remind me of the wind. Wind? Ja, gut, okay, kann. Es hat so ein bisschen so eine Tornadoform, aber ist irgendwie falsch rum, ne? Ah, keine Ahnung. Was haben wir hier? Fußabdrücke. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Hund oder Wolf? Hätte ich jetzt mal gesagt. Hätte ich jetzt mal Sachen tun, ne? Vielleicht auch ein Fuchs oder sowas, ich weiß nicht genau. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Boah, echt? Ihr seid auf einem Leuchtturm drauf gewesen? Geil. Boah, ich glaube, als Kind hätte ich es mega gefeiert, auf einen Leuchtturm hochzugehen. Ich meine, hey, warum jetzt nicht auch jetzt noch, ne? Warte mal, hier, das ist doch bestimmt das Bild, oder? Mit dem Sonnenuntergang. Ja, natürlich ist es das. Oh, geil, das ist ein richtig schönes Bild. Noch cooler wäre es natürlich, wenn wir auch drauf wären, aber... Naja, dann kann ich alles haben, ne? Verdammt, jetzt haben wir 3 Bilder übersehen, ne? Das ist was Blödes. Na gut. Können wir nochmal ansehen oder so? Oder ist jetzt nur noch sprechen? Ne, okay, dann. Alles klar. Boah, das ist echt ein schöner Platz hier, ne? Das ist echt schön. Mega. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. Gut gelaunt, allerdings, ja. Krass. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. Na, pass auf, dass ich nicht played werde hier, ey. David is indeed a step douche. Sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home. Oh man. I never trusted David. Ah,
ich hätte ein Foto machen sollen. Ja, verdammt hätte ich, aber... Ja, komm. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that. Ach, du kennst sie? Oh, cool. He has some kind of weird agenda. Ja. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? Ja. Ja. Well, yeah. I couldn't help it. Wusstest du, dass er dein Haus überwacht? What did you find? Creepy photos of Kate Marsh, other Blackwell students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. Ja. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Sind's? Chloe, your house is under surveillance. Ja. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. Was halt auch weiß, da heißt er weiß, wo wir waren. He's so fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Deswegen mussten wir zurückspulen, dass wir die Tür zugemacht haben, ansonsten ist es auf Tape. Klar ist die Tür wieder zu, aber es ist trotzdem auf Tape. Aber wenn wir zurückspulen, ist es nicht auf Tape. Das ist der Deal. Oh, yes. Geil, wir haben zurückgespult. Alles richtig gemacht. Perfekt. Oh, aber wir haben nicht zurückgespult, als wir am Rechner waren. Nein. Dammit. Das haben wir nicht zurückgespult. Oh, shit. Vielleicht haut er uns deswegen nochmal kaputt. Shit. Aber immerhin weiß er nicht, dass wir wissen, dass er das Haus überwacht. Das ist doch schon mal gut. Jetzt habe ich ihn natürlich nicht ganz zugehört. Scheiße. Kann ich... Nee, ich kann nicht zurückspulen. Scheiße. Was ist Nathans Geheimnis oder deins? Also wir spielen auf ein Geheimnis von Nathan oder von ihr an. Ich frage mal nach ihrem... Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. Oh lol. And he dosed me with some drug in his room. What? Was? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. Oh nein. That bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. Scheiße. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. What the fuck? Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Alter, du hast mega Glück. Max, it was insane. Alter Vater. Ja, Hass ist krank und ja, ich bin darüber fucking wütend. Alter. Was ein Arsch. Heilige Scheiße. Hatte ich so auch nicht mehr auf dem Schirm, ehrlich gesagt. What did you do then? I figured out irgendwie gesagt wenigstens. Okay, das ist eigentlich nicht so schlimm, nicht so dumm, ja. That was Nathan's last mistake. Ah, ja, der ist aber halt immer noch gefährlich, weißt du. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Ja, für alle. Good thing you notified the principal. I feel safer already. Ja, haha. Ist schon klar. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Na, zusammen können wir die finden. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. Komm doch, Thumbnail. Like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Pass auf, vielleicht passiert das noch. Oh nein! Nicht schon wieder. Why is this happening to me? Why am I here again? Das Reh.
Aber es ist ein Geist. Oh Mann. Wieder dieser Sturm. Und wir. Holy fuck. Okay, dann nehmen wir lieber den Weg hier. Alter. Das hat mich mega... Oh nein. Du fällst jetzt nicht um. Alter Schwede. Das ist ja lebensgefährlich hier. Also, ich meine, ja, you guess. Oh mein Gott. Oh, aua. Das ist schmerzhaft. Alter. Yo. Heilige Scheiße. Das ist wirklich lebensgefährlich. Boah. Was will dieses Reh von mir? Oder dieser Geist oder was auch immer? Was ist es überhaupt? Wow! Keine gute Sache. Alter. Warum steht da überhaupt so ein Stapel Holz mitten auf dem Weg? Welcher Idiot stellt denn das da hin? Oh, wenn das die Parkaufsicht sieht, ey, ich sag's euch. Anzeige ist raus. Alter. Nicht schon wieder. Warte mal. Trifft uns der überhaupt nicht? Tut er gar nicht, ne? Ne, das trifft uns diesmal nicht, weil wir sind nicht da vorne. Ach du Scheiße. Yo. Holy fuck. Oh, warte, wir müssen zu dem Räder drüben. Zeitung. Okay, warte. Ja, ich weiß. Wir spulen so lange zurück, bis der Weg hier wieder da ist. Oh, aber bis der Baum weg ist. Warte, wann verschwindet der Baum? Oh, okay, der Baum ist weg. Okay, jetzt ein bisschen stallen hier. Komm. Passt, okay. Oh, das Reh ist auch weg. Hä? Okay. Und Chloe ist auch nicht mehr da. Was ist mit der Zeitung? October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Oh, die Musik, Leute. The tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real. It's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. You just zoned. No, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But hi? Right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Ja, moin. Wir kriegen nicht mal Schnee im Winter und die... Mhm, alles klar. Ja, dadurch schneit es trotzdem nicht bei 25 Grad so. Das ist einfach physikalisch nicht möglich. Mit seinen Kameras, ey. Das ist Chloes Mutter. Na, Meister Wissenschaft, erklär mir das bitte mal. Was geht denn da gerade ab, hä? Ah, Kate. Natürlich reißt sie jedes einzelne Poster ab.
Helfen mit einer Kamera. Das ist super. Ein Ordner mit Rachels Namen. Und das war Life is Strange Episode 1. Chrysalis. Ich würde sagen, ich mache einfach pro Episode so ein ganz kleines Fazit. Und natürlich am Ende der fünften Episode dann ein großes Fazit zum Spiel, ist ja klar. Das heißt, ich werde mich natürlich nach der fünften Episode einigermaßen viel wiederholen, weil ich halt zu Episode 1, 2, 3, 4 jeweils schon was einzeln gesagt habe. Aber ich denke, das macht ja nichts. Ich texte euch trotzdem jetzt einfach hier ein bisschen zu. Ja, die erste Episode. Ich kann dazu ein bisschen was erzählen. Und zwar, als ich das Spiel zum ersten Mal gespielt habe, habe ich mir das 2016, glaube ich, irgendwann gekauft. Ende 2016 oder Mitte 2016. Im Steam Summer Sale 2016 habe ich mir das Spiel gekauft, weil da hatte ich mir erst meinen Steam-Account erstellt, irgendwie kurz davor. Seitdem habe ich den, glaube ich, erst. Und ich habe schon mal von dem Spiel irgendwie am Rand gehört gehabt, dass es sehr gut sein soll. Und dann habe ich gesehen, dass es irgendwie für 5 Euro im Sale war oder sowas. Und dann habe ich es mir halt geholt. Und hatte es dann erstmal eine Weile auf der Platte liegen und habe damit nichts gemacht. So, man kennt es halt, ne? Steam Sale, man kauft dick ein und nachher hat man 100.000 Spiele in der Bibliothek, die man alle niemals spielen kann. Und, irgendwann gegen Ende 2016 oder sowas habe ich es dann mal angeschmissen. Damals auf meinem alten crappy Laptop. War nicht so geil, aber ich meine, ey, es lief. Es war ja, ist ja ein nicht so herausforderndes Spiel. Ich habe das Spiel gestartet und habe die erste Episode gespielt, die übrigens auch jeder kostenlos von euch spielen kann. Also wer mal ausprobieren möchte, wie sich das Spiel spielt, geht einfach auf Steam, könnt euch die erste Episode kostenlos runterladen. Und ich fand das Spiel schön, ich fand es cool und so weiter, alles klasse, aber ich habe tatsächlich dann irgendwann wieder aufgehört zu spielen, noch bevor die ganze Sache mit Chloe passiert ist, weil einfach der Anfang relativ langsam ist. Es ist um Himmels Willen ist es kein schlechter Anfang, ganz sicher nicht. Aber es muss halt erstmal in Fahrt kommen, das Spiel. Und das merkt man natürlich schon. Die erste Episode ist bei weitem die ruhigste. Da passiert am wenigsten. Man muss erstmal die ganzen Charaktere kennenlernen und sowas. Wie gesagt, ich mache dem Spiel daraus überhaupt keinen Vorwurf. Aber damals habe ich irgendwann das Spiel wieder weggelegt. Und habe es dann erst ein paar Monate später fertig gespielt. Und als ich es dann fertig gespielt habe, ich habe es so bereut, dass ich es nicht vorher fertig gespielt habe. Denn, wie gesagt, eine unglaublich emotionale Story, von der man jetzt auch langsam schon merkt, wie sie sich entwickelt und in welche Richtung das so geht. Und ja, einfach ein unglaublich schön gemachtes Spiel. Und die erste Episode ist halt eben so dafür da, ne? Die schmeißt das Ganze sozusagen, die tritt es in Gang. Da fängt es halt alles an. So, man lernt die Charaktere kennen, man wird in die Story eingeleitet, man lernt die Gameplay-Mechaniken erstmal so ein bisschen. Und ich finde eigentlich tatsächlich, dafür macht die Episode es wirklich sehr, sehr gut. So, es ist halt ein ruhiger Anfang, man muss erstmal so ein bisschen die Gegend kennenlernen und darauf bauen aber dann die späteren Episoden auf, von daher gar kein Problem, dass das am Anfang ein bisschen ruhiger ist und es passt auch zum Spiel dazu, es ist halt dieses, ja, aus dem Leben gegriffen sozusagen, ich meine abgesehen von den Zeitreisen jetzt, aber ja, Life is Strange halt eben, ne? Und dann zum Leben gehört halt sowas dazu wie, oh, ich möchte den USB-Stick haben, oh, jemand hat ihn sich ausgeliehen, oh, da ist gerade completely Drama, oh, okay, dann muss ich erstmal dem helfen oder sowas, keine Ahnung. Ne, sowas ist halt, das gehört auch mal dazu. Und hat halt mal, ist halt mal irgendwer schwanger und muss halt abtreiben, so, keine Ahnung. Es ist einfach auch, sie haben es einfach geschafft, auch die ganzen Charaktere, die man hier trifft, mit einer Background-Story zu versehen, die einen irgendwie interessiert. So, ich meine, klar kann es mir prinzipiell egal sein, ob Victoria jetzt den und den verarscht hat und wieder, und Zack jetzt mit irgendwem zusammen ist oder ob Juliet jetzt was auch immer mit Dana vorhat oder so, keine Ahnung, kann mir prinzipiell egal sein. Aber die haben es geschafft, die Charaktere so zu schreiben, dass es mir halt nicht egal ist. Ich habe in Life is Strange 2 habe ich oft gemerkt, dass mir Charaktere einfach egal waren, weil ich habe sie irgendwie nur einmal kurz gesehen, danach waren sie wieder weg, weil man in Life is Strange 2 ja nie am festen Ort ist, man ist immer woanders. Und das hat mich an dem Spiel auch echt gestört. Und das hat dieses Spiel und auch gerade diese Episode nicht
diese Episode hat halt einen festen Ort, den man erkunden kann. Und man hat diese Charaktere und die werden schon so langsam aufgebaut. Und man hat das Gefühl, so man weiß, die werden nochmal wichtig irgendwie. Weil die werden mit so einer richtig schönen Background-Story versehen. Und man weiß, da kann sich irgendwie noch was entwickeln und so weiter. Und man möchte das verfolgen. Und deswegen redet man auch wirklich gerne mit jedem einzelnen Charakter, den man so sieht. Und probiert halt sich dieses ganze Story-Konstrukt so Stück für Stück nach und nach zusammenzusetzen. Ja, und das ist es auf jeden Fall wert und entwickelt sich dann Episode für Episode weiter. Ja, wirklich eine schöne erste Episode, kann man so festhalten. Und spätestens natürlich mit dem Ende von Episode 1, was wir jetzt gerade hatten. Die Musik übrigens, ne, Obstacles, oh, ich liebe dieses Lied. Kann ich sogar auf Gitarre spielen, ist kein schweres Lied. Es ist so schön, es passt so unglaublich gut, dieser Soundtrack zu diesem Spiel, ne, also, Leute. Einfach genial. Was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Genau, das Ende natürlich. Spätestens ab dem Ende von Episode 1 ist man dann aber auch endgültig in der Story gefesselt. Man will wissen, wie es weitergeht. Was ist mit dem Tornado? Was ist denn jetzt mit Rachel? Warum war da gerade noch dieser Ordner, auf dem Rachels Namen stand? War das irgendeine Akte? Eine Schulakte vielleicht? Was ist mit Chloe die ganze Zeit passiert? Was hat Nathan noch vor? All diese Sachen dort, diese ganzen Fragen. Man will jetzt wissen, wie es weitergeht. Und da, wie gesagt, dafür... Das hat Episode 1 sehr, sehr gut gemacht. Einen erstmal ruhig einzuführen. Es hat vielleicht ein bisschen lang gedauert, aber ich meine, es ist ein Spiel, da muss man sich Zeit für die Story nehmen und für die Charaktere, denn die sind das Wichtige, die treiben dieses Spiel voran. Und ja, am Ende wurde einem dann klar gemacht, so, hey, so wird das Spiel jetzt weitergehen. Es wird richtig krass. Und... Seid gespannt, wie es weitergeht in den nächsten Episoden. Es wird noch mega geil. Das hat einem das Ende so klar gemacht. Mit der Musikuntermalung, mit dem Optischen, die Atmosphäre, die vermittelt wurde. Mega, mega klasse. Jetzt habe ich schon wieder den ganzen Abspann übergelabert. Ich glaube, es wird langsam klar, dass ich das Spiel einfach unendlich liebe. Wie gesagt, es ist eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Vielleicht sogar mein liebstes Storyspiel. Ja, kann sein. Also jetzt Spiele, die sich wirklich halt hauptsächlich auf Story fokussieren. Also ja, doch. Könnte schon sein. Also wirklich grandios. Ja, thanks for playing. Thanks for watching. Danke, dass ihr zugesehen habt. Lasst gerne einen Daumen hoch da, wenn euch der Part gefallen hat. Und wir gehen jetzt noch ganz kurz über die Entscheidung natürlich. Das darf ja nicht fehlen. Denn auch die gibt es hier wieder. Und es gibt natürlich Prozente zum Vergleichen. Also, 63% haben Nathan gemeldet. Mhm, Mehrheit, alles klar. Und tatsächlich haben 74% Victoria getröstet. Guck mal einer an, siehst du mal. Ist doch schön, dann sind also, hier links, 3/4 der Menschheit, ja, sozial, sagen wir mal so. Okay. Und auch 84% sind bei Kate eingeschritten und haben kein Foto gemacht. Wie gesagt, ich hätte halt gerne erst ein Foto gemacht und danach eingeschritten, wäre ich gerne eingeschritten, aber das war halt keine Option, deswegen, nee. Aber die Sache mit dem Stiefvater. Du hast die Schuld auf dich genommen, du hast Chloe die Schuld gegeben. 1% haben Chloe die Schuld gegeben. Ich kann es nachvollziehen, weil ich meine, es ist ja ihre Schuld, theoretisch so. Also ich meine, ne, was soll man machen? Aber so asozial wäre ich nie. Das könnte ich nicht. Vor allem, ich meine, man muss immer noch bedenken, das ist unsere ehemalige beste Freundin. Das würde man nicht machen, auch nach 5 Jahren nicht, glaube ich nicht. Also, du bist herausgekommen, um einzugreifen, haben die meisten gemacht. Du hast die Schuld auf dich genommen, okay, das habe ich eigentlich ja quasi durch das Eingreifen gemacht. Ich habe doch gesagt, dass das mein Kram ist. Oder? Hä? Doch? Oder hätte ich mich dafür nicht verstecken dürfen? Das kann sein. Weiß ich gar nicht. Du bist im Versteck geblieben. 36%, noch mehr Prozent sind im Versteck geblieben. Ja, auch nicht so blöd. Ergebnis von Freunden, haben wir da was? Oh, okay. Interessant, ich stimme überall mit meinen Freunden zu 100% überein, außer bei du hast Nathan gemeldet. Meine Freunde haben Nathan nicht gemeldet. Warum nicht? Warum habt ihr Nathan nicht gemeldet, Leute? Was ist denn bei euch los? Aber okay. Dann haben wir noch die kleinen Entscheidungen. Du hast Daniel nicht dein Porträt zeichnen lassen. Ah, shit! Ah, das habe ich übersehen. Ich habe den Kerl übersehen.
Ah, stimmt. Man kann den ansprechen und dann kann er ein Bild von einem zeichnen. Das habe ich ganz übersehen. Ja, shit. Habe ich in meinem ersten Durchlauf übrigens gemacht, ne? Da wusste ich das. Also theoretisch hätte ich wissen können, dass der da irgendwo rumhockt. Der hockte halt auf dem Campus irgendwo rum. Das habe ich jetzt nicht mehr, das habe ich nicht mehr im Kopf gehabt. Dammit. Aber er ist mir auch nicht begegnet irgendwie. Also er sitzt halt irgendwo rum, aber ich habe ihn nicht gesehen. Der war wahrscheinlich Richtung Skater, da war ich nicht. Ja, shit. Ah, ärgerlich. Okay, leider sind wir damit sogar in der Mehrheit, krass. Du hast Mrs. Grant Petition unterschrieben. Die Minderheit hat unterschrieben, echt? Seid ihr für Überwachung oder habt ihr einfach keinen Bock gehabt, euch das anzuhören? Hätte mich jetzt mal interessiert. Also wie viel Prozent davon sich das gar nicht erst angehört haben. Gut, wir haben natürlich Alyssa geholfen, natürlich, ja klar. Aber 21% haben mir nicht geholfen. Warum? Ist doch so eine klare und einfache Sache gewesen. Komisch. Du hast die Beleidigung auf Kates Tafel weggewischt, natürlich. Auch da die Minderheit. Hä, was ist denn jetzt los, Leute? Du hast deine Pflanze gegossen. Jupp. Du hast Danas Test nicht angefasst. Ja, haben wir schon, aber wir haben es halt rückgängig gemacht, ne? Ich habe mir überlegt, ob ich ihn danach, nachdem wir sie angesprochen haben, nochmal den Test nehmen soll, aber nein, das geht uns einfach nichts an und da sollten wir nicht drin rumschnüffeln. Wir haben schon genug drin rumgeschnüffelt. ja. Du hast Victorias Fotos nicht angerührt. Ich habe sie angerührt. Ich habe auch ein Foto davon als Beweis. Ich habe es nur halt einfach wieder rückgängig gemacht, damit Victoria nichts merkt. Ich meine, klar, dadurch habe ich jetzt natürlich auch keine Nachricht hinterlassen, logisch. Aber ich meine, ganz ehrlich, diese Nachricht da, die hätte uns nichts Positives gebracht. Gar kein bisschen. Von daher, nee. Du hast auf ein dreckiges Wohnmobil geschrieben, ja. 20% haben das nur gemacht. Ja, ich muss sagen, als diese Nachricht kam, so das wird Konsequenzen haben, habe ich auch überlegt, soll ich das wirklich tun? Will ich das eigentlich? Vielleicht lasse ich es lieber. Aber dann dachte ich mir so, komm, scheiß drauf, was kann das schon für Konsequenzen haben? Mach einfach. 80% dachten sich wohl so, nee, nicht so geil. Okay. Vogel gerettet haben wir. Die meisten haben den sterben lassen. Hä, Leute, was ist schief bei euch? Es ist doch so einfach, das Fenster aufzumachen. Warum? Hä? Okay. Natürlich haben wir die Schneekugel nicht zerbrochen. Also doch, aber wir haben es zurückgespult, klar. Spuren hinterlassen haben wir auch nicht. Das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr wichtig. Und wir haben die Akten gelesen. Ja. 38% haben die nicht gelesen. Hä, Leute, was ist denn los? Und meine Freunde haben die Akten auch nicht gelesen. Alles klar. Okay. Haben auch nicht auf das Wohnmobil geschrieben. Okay. Haben auch nicht die Petition unterschrieben. Was ist denn los? Haben Melissa nicht geholfen? Was habe ich eigentlich für asoziale Freunde? Ich glaube, ich muss denen alle mal eine Nachricht schreiben und mal fragen, was denn da schiefgelaufen ist, ey. Aber den Test haben sie auch nicht angefangen, fast den Schwangerschaftstest. Na gut. Strange. Na dann. Wir kriegen noch eine kurze Sequenz. Alter. Oh Mann. Alles klar. Dann würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Und im nächsten Part sehen wir uns dann zu Episode 2 wieder. Out of Time. Ich würde mich mal einen Daumen hoch freuen. Lasst gerne auch ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. To all of you American girls, it's sad to imagine a world